Hallo, weiter geht's mit Urban Trial Freestyle. Und ja, schauen wir mal, wo wir uns jetzt noch ein bisschen was holen können hier. Wettkämpfe, null abgeschlossen. Kann man jetzt einen Wettkampf machen? Natürlich. Im Flow, Anfänger. Oh, nicht einmal Eichhörnchen haben Mühe mit diesem Wettkampf. Ja, dann würde ich sagen, ich auch nicht. Also hoffe ich. Wettkampf starten. Ich bin mal gespannt, also Wettkampf jetzt mehrere Rennen hintereinander sind oder wie das, wie so ein Wettkampf definiert wird. Ich würde mal sagen, 250er nehmen. Ring, ring. Ich bin gespannt. Okay, 3, 2, 1, ab geht's. Zack. Und... Ach, das war schon nicht so optimal. Hätte ich mehr Schwung mitnehmen müssen. Oder können. Ah, hier auch. Ich wollte eigentlich schon drüber sein. Na, okay. Wow, wow, wow. Der war jetzt gut hier. Und gleich. Au, 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 au. Nein! Das war nix. Na gut, weiter geht's. Ein Fehler haben wir schon mal. Okay. Oh, und hier ist das Ziel, oder? Natürlich. Ärgerlich. Also so kurz vor dem Ziel noch gestürzt. Aber okay. Ergebnis. Ah ja, da gibt's also nur. Glückwunsch, du hast die Goldmedaille. Ah ja, okay. Das war jetzt aber merkwürdig. Ah, da habe ich doch überall schon Gold. Ist ja interessant. Hä? Nee, naja, okay. Irgendwas ist da merkwürdig. Wettkampf fortsetzen. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Dass dann immer die Zeit da stand, aber vielleicht, weil ich bei den anderen noch nichts gefahren habe, also noch keine Zeiten erfahren habe. So. So, und jetzt nehme ich den Schwung mit, wollte ich sagen. Ja, wäre fast gestürzt. Oh Mann. Ah, nein, ich habe es befürchtet. Ach, da wird... Ah, okay. Gesamtzeit und Fehler werden da gewertet. Huch. Das sieht natürlich dann schlecht aus für mich. Es war mir so klar. Es war mir ja so klar. Ah, es wird immer schlimmer. Na gut. Uhuhu. Ja, fahren wir mal hier oben lang. So, weiter Sprung. Ja, 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 komm schon. Nein! Ja, das war jetzt natürlich echt schlecht. 5 Fehler insgesamt schon. 4 allein in der Runde. Naja, wir machen direkt weiter. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Aber da bin ich ja selber nicht zufrieden mit. So. Ach komm, machen wir mal einen Flip. Zack. Und, komm schon. Ja, der war gut gelandet. Und das war auch gut. Fast. Nein. Das hatte ich ein bisschen falsch abgeschätzt, wie weit es da noch ist. Ärgerlich, ärgerlich.
Na, ganz toll, ins Ziel gestürzt. Tja, sechs Fehler, so kommt schon wieder einer dazu. Mann, Mann, Mann. Das ist echt ärgerlich. Ja, so. Einen können wir noch machen. Und einmal in die andere Richtung muss auch sein. Schön langsam, so. Boah, der war doch perfekt. Ja, der war nichts, der war nichts. Oh Gott, oh Gott. Da fehlt mir jetzt dann wieder ein bisschen Schwung, aber ich glaube, hier ist nicht so die Millimeter sind jetzt nicht so wichtig, wie ich es mir denke. Also das ist wahrscheinlich, ich übertreibe es da wahrscheinlich. Aber es ärgert mich halt, wenn ich sehe, dass da noch ein bisschen Optimierungspotenzial wäre. Ach Gott, die Bronzemedaille. Ich habe einfach zu viel Fehler gemacht, ne? Ganz klar. Ach so, das war jetzt der ganze Parcours. Naja, komm, 3 Minuten, da würde ich sagen, einmal geht noch, oder? Diesmal fehlerfrei zur Goldmedaille. So ist der Plan. Also, auf geht's. Jetzt habe ich nicht damit gerechnet, so früh schon wieder Boden unter den Rädern zu haben. Ach, jetzt kommt die Stelle wieder. Jawohl, 3 Sekunden an Zeit gewonnen. Im Vergleich zum vorherigen Mal. Und keinen Fehler gemacht. Das ist schon mal ein guter Anfang. Jetzt hoffe ich nur, dass ich das so durch die anderen Runden noch mit durchziehen kann. Zeit verloren schon. Aber okay. Oh, und wieder was gewonnen. Sehr gut. Oh, und jede Menge gut gemacht. Sehr schön. Da muss man richtig stehen bleiben oder was? Oh, was ist da? Was ist denn da los? Warum fliege ich denn? Huch. Das ging jetzt gerade noch mal gut. Oh Mann. Das wäre ärgerlich gewesen. Da habe ich jetzt natürlich, ich sag mal, zu einer perfekten Zeit wieder ein bisschen was verloren. Aber in Summe zum letzten Rennen noch was gut gemacht. Boah, komm schon. Hier wieder ein bisschen eine Sekunde verloren. Aber 17 Sekunden nach 2 Rennen, das ist gut. Vor allen Dingen wichtig ohne Fehler. Also ich glaube, die Zeit, selbst vom allerersten Versuch, war schon in Ordnung. Aber es ist halt wichtig, keine Fehler zu machen. Oder mindestens genauso wichtig. Ja, ich kann es nicht lassen. Ich gebe es dazu. Nein! Das kostet mich jetzt die Goldmedaille. Brechen zu essen. Das hat mich bestimmt den Goldmedaille gekostet.
Mann, oh Mann, oh Mann. Ein blöder Sturz, echt. Ein blöder Sturz. Aber in Summe noch ordentlich Zeit gut gemacht. Naja, also nur im Gesamtvergleich natürlich. Ansonsten habe ich in der Runde gerade versagt. Ach, Mann. Oh. Ich hoffe einfach jetzt gerade, dass man vielleicht auch mit zwei Fehlern eine Goldmedaille hinterhergeschmissen bekommt. Ich glaub's aber nicht. Doch, ja. Mit einem Fehler meinte ich natürlich auch. Oh, genial. Genial. Naja, ist doch cool. 43 Medaillen. Da hätten wir dann auch schon mal Gold. Ich kann mich nicht beklagen. Tja, dann steht jetzt als nächstes die B-Lizenzprüfung an. Oh, ich benötige 50 Medaillen. Oh nein, oh nein, oh nein. Gibt es denn noch etwas Technik? Natürlich. Icarus-Faktor, einfach. Bist du bereit für die menschliche Evolution? Ich bin bereit. Ich denke, da wird viel um weite Sprünge gehen, vielleicht auch um eine gute Landung. Aha, so weit wie möglich. Huch! Was ist hier passiert? Oh mein Gott, wie sehe ich denn aus? Das sehe ich erst jetzt. Ja, was ist denn da los? Oh mein Gott! Was? Nein! Ich verstehe es gerade nicht. Entschuldigung. Ich kann ja nicht mal anfahren. Die Bronzemedaille, die habe ich mir auch echt verdient. Ich weiß nicht, was ich da tue. Mit Leertaste kannst du abspringen und mit schnellen Drücken nach unten und Leertaste mit den Flügeln schlagen. Ja. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Habe ich gerade Gold geholt? Das kann fast nicht sein, ne? Aber jetzt, oder? Und, neuer persönlicher Rekord. Ergebnisse, warum geht da der Text nicht richtig weg? Oh. Ernüchterung macht sich breit. Und wiederholen.
Da war es schon wieder. Ich kann doch nicht sofort wegfliegen hier. Also, bei allem Respekt, aber irgendwas ist da faul. Jetzt probiere ich mal Folgendes. Oh, hätte ich mir denken können, dass ich da nach unten wegfliege. Aber naja. Wiederholen. Also das war schon mal besser. Die Maschine hat irgendwie so viel Power. Oh, und dann hat sie mal wieder gar keine, weil ich... Na komm schon, flieg, flieg. Ich krieg doch niemals 190 Meter zusammen. Also ich probiere es jetzt noch einmal. Also bis ich einmal so einen halbwegs brauchbaren Versuch habe. Ja, da heult er zurecht. Oh Gott, ich komme mir so richtig schlecht vor gerade. Oh. So kriege ich natürlich meine Sachen nicht zusammen. Da steht einfach. Also ich bin wohl nicht bereit für die menschliche Evolution. Dann gehen wir mal ins Vier. Packend heißes elektroballistisches Rollerlebnis. Jo. Hoffentlich kann man hier ein bisschen das Trauma aufarbeiten. Ah, okay, okay, okay. Ah. Oh. Das ist ja gar nicht so. Gar nicht so einfach. Das war aber knapp. Ich habe eigentlich gedacht, ich wäre dran. Also fällig. Oh Gott. Und ich bewege mich gerade mal auf den Bereich von Silber zu. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. So. Und das war's. Nein! Reicht das für Gold? Reicht das für Gold? Ja! Ja! Oh mein Gott. Das dürfte ziemlich genau die Distanz gewesen sein, die man braucht. Oh. Ja, voll einfach. Oh Mann. Ja. So. Damit fehlen uns aber immer noch 3 Medaillen. Für die B-Lizenz. Genau. Gibt's denn hier bei Feuer ins Öl? Okay, da gibt's zwar natürlich Möglichkeiten. Aber ich würde sagen, wir nutzen das wieder. Und schauen mal, was hier noch offen ist.